Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von ARK Survival Evolved Valguero. Ja, wir sind ja beim letzten Mal dabei stehen geblieben. Ach nee, stimmt. Stimmt, das hatte ich euch nicht erzählt. Ah, konnte ich euch gar nicht erzählen. Ja, das Spiel ist letztens noch abgekackt. Und anscheinend hat er nicht gespeichert, als ich den Agathavis niedergelegt habe. Also wenn die nochmal neu in dir liegen und sehen. Dieses Scheiß hier, ey. Dieses Scheiß-Game, ey. Und runter. Glück gehabt. Oh, lohnt sich die Aqua-Folge ja gar nicht, weil ich eigentlich was anderes mit euch vorhatte. Stimmt, der ist abgeschmiert. Ich verstehe es nicht, warum es immer noch abschmieren muss. Ich denke, ich bin der Meinung, dass das Spiel schon aus allem raus ist. Alpha, Beta, Preview, sonst irgendwas. Und trotzdem. Ruhe. Im Karton hier. Oh, was? Oh, hier ist ja noch ein Agathavis, guck mal. Diese Scheiße hier, das soll hier oben jetzt lang fliegen. Oder mir zumindest entgegenfliegen. Manu. Ah, sehr gut. Der andere, den ich erst flachgelegt habe. War so knapp, Alter, bis er in den Fluchtmodus übergeht. Bah. Sehr schön. Gut, der Betäuben funktioniert anscheinend immer noch sehr gut. So, was mache ich denn jetzt so? In der Zeit, ach. Das ist schon ärgerlich, ne? Das ist schon ärgerlich.
Ja, gut, dann werde ich es jetzt einfach rausschneiden. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Agathas fertig gezähmt ist. Bis gleich. So, und da sind wir wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Der Agathas ist fertig gezähmt. Ich habe den jetzt dreimal Prime gegeben und der war fertig. Fand ich sehr gut. Namen habe ich noch nicht. Haben wir noch nicht den Namen? Hier nochmal zurück. Dankeschön, annehmen. So, sehr schön. Ein 44er leider nur. Da war der andere stärker. Den habe ich aber jetzt getötet gehabt, weil ja, ich brauchte Prime Meat und ja, der hat aber nichts droppen lassen. Das heißt, ich dann angezähmt hätte ich 79er gehabt. Plus extra Level. Werden wir bei ja, knapp vielleicht 91, 82 oder so um den Dreh, keine Ahnung. Okay. Aha. Naja, egal. Ist nicht schlimm. Können wir jetzt nicht ändern. Müssen wir so hinnehmen. Aber egal, du bist ein schöner Vogel. Bitte sag mir, dass du dein Gewicht erhöht hast. Nicht wirklich viel. Immer noch 400. Ja. Müssen wir schauen. Stimmt, der hat ja auch ein. Ah, stimmt, der hat ja auch eine Werkbank. So, der Pedraner, da bleibt erstmal hier sitzen. Wir fliegen erstmal rüber zu den Metallfelsen. Wir sammeln noch ein bisschen Metall ein. Okay, hier sind auf jeden Fall genügend. Sehr schön. Okay, denn die ersten drei Steine oder zwei schaffe ich auch noch zu tragen. Also der ist auch easy schaffen, der Agatavis. Die normalen Steine schmeiße ich nachher raus. Die benötigen wir hierfür nicht. Kann ich auch so schnell fahren. Dafür brauche ich jetzt keine Metallfelsen abkloppen. Ich kloppe die nur ab wegen dem Metall. Kann er sich gleich mal an seine Aufgaben gewöhnen hier. Die mir zum Teil werden lassen einer großen, glücklichen Familie. Ah, sehr gut. Kriegt aber auch nicht viel Gewicht dazu, also wurde auch nicht darauf spezialisiert. Was soll ich denn leveln, dass er da 100 zukriegt? Ich bin der Meinung, je mehr Level du dazu bekommst, desto mehr haben sich die Dinosaurier auf diese Fähigkeit spezialisiert. Dann verstehe ich aber nicht, warum er von Anfang an so einen starken Traglastwert hat. Das ist für mich dann völlig sinnfrei. So, ne? So, hier in der oberen Schicht haben wir die Metallfelsen schon mal weggekloppt. Ist die Frage, ob wir die da unten auch noch mitnehmen oder ob wir den Argi erstmal so lassen. Oh. Raus, raus, raus. Rein, rein. Nehmen wir auch noch mit rein. Euch hier auch noch. Ich bräuchte dich nicht. Du kommst auch mit dazu, sehr schön. Wie viel Gewicht haben wir dir jetzt gedrückt, mein Freund? 200, also 225. Also könnte man hier noch 100 reindrücken ungefähr. Reicht erstmal, wenn wir den oberen Bereich hier erstmal nehmen und den auf der anderen Seite hier links vom Agathavis ist auch noch ein bisschen was.
Na. Haben wir jetzt auch verändert, die Farbe von Metall. Das sieht jetzt hier viel, ja, metallischer aus, bräunlicher. Das reicht, glaube ich, erstmal. Weil den auch tragen kann hier. Tschüss, ihr beiden. Man muss auch mal erkennen, wenn man keine Chance hat. Deshalb würde ich ja nur noch die beiden Metallfelsen mitnehmen. Oh shit, 8 Kilo zu viel. Ah, ob du das schaffst, Argentavis? Ich weiß ja nicht. Ja, reicht das mal. So, meine Freunde, wenn wir erstmal zurückfliegen, haben sie zum Glück nicht so weit. Jetzt müssen wir natürlich gut aufpassen, wo wir landen. Mit zwei Vögeln im Schlepptau. Oh. Und daran seht ihr, der Argentavis ist ziemlich lahmarschig. Peterano hat ja von Natur aus schon so eine enorme Geschwindigkeit. Hat ja so auch weniger Ballast zu tragen, also was jetzt den Körper angeht und ja, die Proportion natürlich auch durch die Flügel. Ne? Targetaus hat Federn, der Peterano lebt von seinen Häuten zwischen den einzelnen Knochen, die ihm das Fliegen ermöglichen. Und ja, dementsprechend ist er noch luftwendiger und schnittiger, weil ja, diese halt wie Flugzeugflügel wirken. Bloß dass ein Flugzeug halt nicht die Flügel hoch und runter schwingt. Oh, ich hoffe, ich konnte es so einigermaßen halbwegs richtig erklären, was ich jetzt hier gerade meine. Aber gut. Sollte ich falsch liegen, dann soll mich jemand korrigieren. Das so. Natürlich ist der Argentavis auch von seiner Körper, vom Körperfettanteil. Ich meine, der Peterano besteht ja hauptsächlich aus Häuten zwischen den einzelnen Knochen und dem Gewebe. Okay, das Gewebe ist in den Häuten mit enthalten. War auch wieder falsch. Ach, Biologie bei Dinosauriern hier. Wir lassen es einfach. So, wir müssen gleich mal landen. Der Peterano hat kaum eine Ausdauer. Ah.
Gutes sagen, Tavis hat eine Spezialfähigkeit, der heilt sich. Sobald er einen anderen Dino, ja, so gesehen, auffrisst, wenn er verletzt wurde. Das finde ich halt stark, so, ne, dass man halt wieder dieses, diese Fähigkeit hat, die man sich dann auch zunutze machen kann. Hier ist so ein Nest von diesen neuen Dinosauriern. Die sind wie die Drachen, man muss ein Ei klauen und kann die dann erst sehen. Wahrscheinlich brauchen wir auch noch eine Muttermilch von den einzelnen Dinosauriern. Aber, ja. Jetzt muss ich doch glatt mal gucken, wo hatten wir die geparkt gehabt? Ja, das brauchen wir ein bisschen. Gucken wir mal zu, wie das Mammut hier... Oh ne, verliert. Da kommen noch mehr Hyönodons. Ah ne, die haben ihre eigenen Kameraden gefressen, ihre eigenen toten Kameraden. Fressen da noch die Leiche. Shit, ich hoffe, die haben sich hier auf keinen Kampf eingelassen. Ach ne, es war hier vorne an dem Baum, war. Den abgeparkt hier. Die beiden. Mäuschen. Diego, Kira. Wo seid ihr denn? Wasserfall hatten wir, glaube ich, nicht in der Nähe, oder? Nee. Da hinten sind sie, okay. Also sehr weit rechts hier. Gut, gut, gut. Wo ist denn der Agentaris? Agi? Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Wo ist denn jetzt der Agentaris hin? Wird die mich völlig verarschen, alle Mann. Gibt's doch nicht. Wo ist der hin hier? So in der Scheiß. Ach man, kommt schon, Leute. Ja, ja, fucking erst, dass er jetzt weg ist.
Der folgt mir aber noch. Aber warum folgt er mir nicht mehr? Wo ist der überhaupt? Wo habe ich ihn verloren? Da ist ein befruchtetes Ei drin. Ey Leute, wo ist mein Agathavis hin? Jetzt mal im Ernst. Die Todesmeldung wie gesehen? Ich nicht. Aber warum sollte er da unten hingehen? Ja, ich wollte mal gucken, was die Rucksäcke dazu bedeuten haben. Da scheint ja immer gestorben zu sein, der was dabei hatte. Hier, oder? Oh, ein Skorpion. 250er. Ja. Der hatte wenigstens ein paar Pfeile dabei, ne? Ey, wo ist denn mein Agathavis jetzt hin? Oben in der Luft ist er auch nicht. Thank you.
Jetzt finde ich den nicht mehr, oder was? Wo ist der hin? Warum ist der weg? Sind die Zahn zum Folgen abgebrochen? Aber wie? Wo? Wann? Oh ja, mach die mal kalt. Leider zu viele. Ja, auch Blutungsschaden. Wie gemein die Jinus hier alle sind. Scheiße, wo ist denn der Argentarius jetzt hin? Wir beenden hiermit die Folge. Ich hasse dieses Spiel wirklich. Meine Agitavis ist jetzt wirklich, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Mein Pedrano dann, ach, ist egal. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Abo auf diesen Kanal, wenn euch meine Videos gefallen. Wir werden mal morgen weiterschauen, wie es weitergeht, wo der Agitavis jetzt ist. Und dann werden wir natürlich die Säbelzahntiger auch zurückbringen, den Agitavis auch entleeren, wenn wir ihn wiedergefunden haben. Und ja, vielleicht hat er jetzt nicht gespeichert, sodass wir nochmal den Weg fliegen müssen. Ist aber nicht schlimm. Wenn ich das mache, ich das vor der Folge morgen und dann fliegen wir einfach nur die Säbelzahntiger zurück, raus aus diesem scheiß Gebiet und dann, ja, brennen wir Metall, bauen unserem Haus weiter und dann können wir demnächst auch die Basis weiter ausbauen. Ich bin damit raus, wünsche einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin.